Und ich bin schon wieder am Schnacken, am Schnacken, am Schnacken, ey. Also, ich glaube, es ist wirklich für den lieben Tobi deutlich einfacher, meine Nieser und so rauszuschneiden, als darauf zu achten, dass die Hälfte der Aufnahmen einfach keinen Ton haben. Schlimm. Ich entschuldige mich wirklich komplett dafür. Das ist so bescheuert für mich jedes Mal. So, hier kommen minus 1 und zwar meine ganzen Räubchen rein. Die Bienenlarve, die Azurdings, das, das, dann der rote, dann der weiße, dann der grüne, dann der rote, dann der türkise oder so, dann der, dann die ungewöhnliche, dann die Seidenraupe, dann die seltene Larve, dann die Fiori blablabla Larve und die goldene Schmetterlingslarve. Und wir können rein theoretisch so sein und sagen, okay, die gemeine Larve, wenn es wirklich komplett voll da drüben ist, soll auch weggehauen werden. Ich glaube auch, diese Aufteilung, jetzt wo wir halt genügend Strom haben, ist auch wirklich notwendig, um da eine vernünftige Splittung hinzukriegen mit was, wie, wo. Woher jetzt schon wieder? So, jetzt muss ich mal kurz... Ich muss echt drauf achten. Irgendwie, wahrscheinlich mit irgendeiner Kombination, weil ich komme hier doch nirgendwo an mein Komma. Thank you.
Das verstehe ich halt nicht. So, wir schauen einmal kurz in den Fressnapf hier rein. Weil da haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Futter. Ich könnte also rein theoretisch einfach nochmal 3 Stück. Ich glaube erstmal 2 reinhauen. Hallo, ich hoffe, ihr versteht euch gut. Alter, du siehst weird aus. Wo ist das Riesenvieh? Auch mal streicheln hier. So, die ganzen mittlere Taste und sonstiges kann es auch nicht sein. Weil wie gesagt, ich bin der Meinung, also Komma ist ja schon sehr weit entfernt. Wenn man da jetzt aus Versehen drankommen würde, ich glaube, das wird man bemerken. Hoffe ich zumindest. So, das heißt, auch hier hat man die Mühe. Ah, cool. Das heißt, wir brauchen rein theoretisch hier gar nicht so doof durchzuklicken. Wir können auch einfach so machen. Mit STRG draufdrücken und dann schmeißt er alles rein. Nice. So, wir haben dann noch 2 Genpoole. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Den können wir da dann mit reinwerfen. Irgendwo. Da. Wo ist der Rest jetzt hingewandert? Hier Multiplikator mal 1000. Platten und Wasser haben wir voll, das haben wir voll, das voll, Magnesium ist voll, Silizium. Können wir gleich noch ein paar Dinge aufbauen. Schwefel brauchen wir. Pulsor, das. Sonnendings ist voll, Stoff ist fast voll. Uran, Dings ist voll, Iridium füllt sich langsam. Die Legierungen sind voll, Osmium füllt sich auch langsam. Wir haben zigtausend Triebwerke, wir haben Algen, wir haben Dings voll, wir brauchen noch Biokunststoff. Dünger ist voll, Dünger 2 ist voll, Schwarzpulver ist noch nicht voll. Stickstoff ist voll, das ist voll. Das. Obsidian geht jetzt ganz stark weg, aber das ist glaube ich wegen dem Sonnenquarz, das ist ja jetzt auch fertig. Dann hätten wir, oh, wir können sogar gemeine Larven herstellen aus Dünger 2 und Mutagen 3. Aber was braucht denn Mutagen 3? Das heißt, rein theoretisch hätten wir uns den ganzen Aufwand jetzt sparen können, weil wir hätten sagen können, stellen wir mal die Dinger hier.
Den 3 ist ja voll, ne? Ja. Das wäre deutlich leichter gewesen, wenn wir die einfach herstellen können. So, als nächstes, was können wir denn noch herstellen? Wir können mittlerweile Schokolade und so ja herstellen. Ich glaube aber, wir sollten erstmal hingehen und nochmal so Bauernhöfe hinpacken. Weil das wird, glaube ich, jetzt so ein großes Problem mit der Zeit. 2, 2, 2. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bauernhöfe. Dafür brauchen wir 10 Wasser. 10 Dünger 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Und Superlegierung. 1, 2. Wie mag ich das? Wie mag ich das? Das lege ich auch erstmal ab. Dann machen wir mal, glaube ich, trotzdem nochmal 5 Superlegierungen. Die müssen wir einfach ablegen draußen. Und draußen müssten wir auch noch genügend Wasser haben, dass wir Sachen produzieren können. So, ich lege die jetzt mal hier ab. Jetzt weiß ich vor sich hin. Ich hoffe, die stoppen auch. Das sieht nicht so aus. Na komm, das schafft ihr auch. Danke. Das heißt, ich brauche jetzt noch ein bisschen, also 5-mal Superlegierung und dann noch 10-mal Wasser. 5-mal Superlegierung, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kommen noch Wasser, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt können wir rein theoretisch schon anfangen. Und sagen, ein Bauernhof. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jetzt fehlen mir meine Räubchen und mein Wasser. So, und jetzt fehlt... Genau, 5-mal Wasser. Dann können wir die anderen nochmal hinbauen. Drei, vier, fünf. So. Jetzt kommt das Ganze hier in 1. 2. Nein, das war dumm. Das wollte ich eigentlich nicht aufsammeln. Dahin. 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 Und jetzt kommt noch eins dahin. So. Und
Und jetzt müssten wir ja nochmal Pflanzen holen können. Wir brauchen auf jeden Fall Pilze. Wir schauen jetzt aber nochmal so rein, was ist jetzt gerade bei uns in der im System, was wir da drin haben, ziemlich leer. So, jetzt gehen wir hier runter und gehen mal durch. Seide wird auch leer sein, okay. Meine Larve haben wir fast voll. Biene. Das passt, das passt, das passt. Nee, das ist die falsche. Ich muss hier gucken. Ein paar. Das ist zwei. Das geht runter. Kürbisse geht runter. Zwei. Dann Bohnen geht runter. Dann nehmen wir eins. Das wären fünf. Dann Pilze haben wir gar keine mehr. Dann nehmen wir drei. Sogar vier vielleicht. Honig ist voll. Kakao ist gerade voll. Weizen ist voll. Das heißt, das wäre jetzt gerade unsere Konstellation. Was nehme ich noch? Ich nehme dann nochmal Auberginen für Dünger etc. pp. So, das kann man halt später auch trotzdem nochmal mit Weizen und sonstigen Gedönse nochmal erhöhen. So, Aubergine. 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 Dann kommt das. Das. Kürbis, Kürbis. Dann kommt Bohnen. Pilz. Pilz. So, einmal kurz muten, ich werde an.